Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Methodenmonster-Video. Heute zeige ich euch, wie man Aspekte der multiplen linearen Regression, wie zum Beispiel Multikollinearität, ganz intuitiv versteht mit Hilfe eines sogenannten Ballantyne-Diagramms. Und mit Hilfe dieses Diagramms könnt ihr dann schon auch recht komplizierte Aufgaben der Methodenlehre, auch Klausuraufgaben, ganz einfach lösen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dem Video. Hier sehen wir zwei Variablen, zum einen den Studienerfolg, zum anderen die Intelligenz. Und wir sehen, diese beiden Variablen überlappen hier in dem blauen Bereich. Das bedeutet, eine gewisse Variation im Studienerfolg lässt sich durch die Intelligenz erklären. Wir können diesen blauen Bereich aber auch noch anders interpretieren. Wir können beispielsweise sagen, dass wenn dieser blaue Bereich nur aus Intelligenz und Studienerfolg besteht, dann wird die Schätzung des Regressionskoeffizienten für die Intelligenz unbiased sein. Das bedeutet, der ist nicht überschätzt, der ist nicht unterschätzt, der ist genau so, wie er sein soll. Wenn hingegen dieser blaue Bereich noch andere Variablen enthält, dann wird der Regressionskoeffizient nicht richtig geschätzt. Weiterhin können wir sagen, je größer dieser blaue Bereich ist, desto genauer wird auch die Schätzung für den Regressionskoeffizienten, also beispielsweise wird das Konfidenzintervall dann kleiner, je größer dieser Bereich ist. Und noch eine weitere Sache können wir sagen, der Bereich des Studienerfolgs, der nicht blau ist, das ist der Bereich, der nicht erklärt werden kann. Und wir könnten beispielsweise sagen, dass dies die Varianz des Fehlers ist. Wir haben einen Fehlerterm in der Regression und je ungenauer die Schätzung ist, desto größer ist dieser Bereich und desto größer ist auch die Varianz dieses Fehlers. So, spannend wird es jetzt, wenn das Ganze tatsächlich zu einem Ballantyne-Diagramm wird, das heißt, eine weitere Variable hinzukommt. In diesem Fall ist es die Gewissenhaftigkeit. Dadurch entstehen noch zwei weitere Überlappungsbereiche. Zum einen die Überlappung zwischen Studienerfolg und Gewissenhaftigkeit, hier in grün, und zum anderen die Überlappung aller drei Variablen, hier in rot. Bevor wir jetzt zu den Details kommen, noch ein kleiner Fun Fact, das heißt Ballantyne, weil es früher mal ein Bier gab, was auch so ein ähnliches Logo hatte mit diesen drei Kreisen. Das ist allerdings schon ziemlich lange her, also trotzdem ganz interessant, dass immer noch diese Bezeichnung verwendet wird für diese Regressionsdarstellung. Nun gut, was ist jetzt hier das Besondere oder was ist hier die Frage? Die Frage ist, wenn ich den Regressionskoeffizienten jetzt schätze, dann habe ich diesen roten Bereich. Was passiert mit diesem roten Bereich? Sagen wir mal, ich schätze den Koeffizienten von Intelligenz auf Studienerfolg. Auf jeden Fall sollte ich den blauen Bereich nehmen, aber was ist mit dem roten Bereich? Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten sagen, wir nehmen auf jeden Fall den roten Bereich mit rein, also blau plus rot. Wir könnten sagen, der rote Bereich bleibt außen vor, also nur der blaue wird genutzt für die Schätzung des Regressionskoeffizienten. Oder wir könnten sagen, wir nehmen den blauen und einen Teil des roten. Also der rote Teil wird aufgeteilt, ein bisschen was geht zu Intelligenz, ein bisschen was zu Gewissenhaftigkeit. Das könnte man auch in verschiedenen Anteilen machen. So, da kannst du jetzt mal kurz das Video stoppen und überlegen, was denkst du ist richtig? Nur blau, blau plus rot oder blau plus einen gewissen Anteil von rot? Und korrekt ist tatsächlich, dass der rote Bereich entfernt wird. Das heißt, für die Schätzung des Koeffizienten von Intelligenz auf Studienerfolg nehmen wir tatsächlich nur diesen blauen Bereich. Das mag jetzt für den einen oder anderen komisch vorkommen, aber es ist eigentlich ganz logisch, denn ich hatte ja schon vorher gesagt, wenn noch eine dritte Variable hinzukommt in diesem Überlappungsbereich zwischen Intelligenz und Studienerfolg, dann wird der Regressionskoeffizient gebiased sein, das heißt, er wird zu groß werden. Und das wollen wir vermeiden. Also das heißt, die rote Region, die enthält eigentlich schlechte Informationen, nämlich Informationen, wo alle drei Variablen sich verändern. Aus dieser Information können wir eigentlich nichts extrahieren. Wir können nicht sagen, welcher Anteil in diesem roten Bereich geht denn auf Intelligenz zurück. Das geht nicht. Deswegen sollten wir nur den blauen benutzen für die Intelligenz und nur den grünen für die Gewissenhaftigkeit. So wird es in der Regression gemacht.
Und interessanterweise kann man mit diesem Konzept jetzt ziemlich viel erklären und ich werde euch ein Beispiel geben, nämlich Multikollinearität. Wir haben hier schon Multikollinearität, das ist der rote Bereich bzw. der Bereich unter dem roten Bereich. Also die Intelligenz und Gewissenhaftigkeit ist hier schon korreliert. Wir haben eine gewisse Multikollinearität, die ist allerdings hier vielleicht nur so mittelmäßig ausgeprägt. Wir könnten die jetzt auch größer machen. Da sehen wir, der rote Bereich ist jetzt viel größer, blau und grün werden kleiner. Und die Frage ist, was passiert bei hoher Multikollinearität? Also das Erste, was dir auffallen sollte, ist, naja, der blaue Bereich und der grüne Bereich, der kann immer noch genutzt werden für die Schätzung der einzelnen Koeffizienten und das bedeutet, der ist immer noch unbiased. Das heißt, der wird nicht überschätzt oder sowas, sondern das ist genau der Wert, den wir haben wollen. Das ist nur die Überlappung zwischen beispielsweise Intelligenz und Studienerfolg. Da geht nichts weiter ein. Aber der Bereich wird kleiner, das heißt, die Schätzung wird schlechter. Also das Konfidenzintervall wird größer für diesen Koeffizienten. Das bedeutet auch, wenn wir wiederholt Studien durchführen, dann würde dieser Koeffizient ziemlich stark schwanken, weil einfach so wenig Information vorhanden ist, um ihn zu schätzen. Und dieser Fall, wo die Multikollinearität so hoch ist, den kennt ihr bestimmt. Also ihr habt bestimmt schon mal eine Regression gesehen, bei der die Prädiktoren nicht signifikant werden, aber das Gesamtmodell wird signifikant. Wer das noch nicht gesehen hat, ich habe hier auch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar haben wir hier eine Regression und wir sehen, dass die zwei Prädiktoren nicht signifikant sind. Also die P-Werte sind sehr groß, hier fast 0,6, 0,7 und der Standardfehler ist riesig im Vergleich zu dem Koeffizienten selbst. Das heißt, es sind ganz schlechte Prädiktoren, aber gleichzeitig haben wir ein extrem hohes R-Quadrat von 80%. Das heißt, das Gesamtmodell ist extrem gut, aber die einzelnen Koeffizienten sind sehr schlecht. Das kann passieren. Und wenn wir nochmal die Grafik hier anschauen, wissen wir eigentlich auch warum. Denn ein Modell kann gut sein insgesamt, weil das viel Varianz aufklärt. Also hier haben wir etwas unter 50%. Also der rote Bereich, der ist natürlich schon noch Teil des Modells, aber der wird nicht genutzt, um die Koeffizienten zu schätzen. Also der blaue Teil ist ein Koeffizient, der grüne Teil ist der andere Koeffizient, sehr wenig Informationen hier vorhanden, um die zu schätzen. Deswegen werden die nicht signifikant und es sieht so aus, als wären es schlechte Prädiktoren. Aber das liegt nur daran, dass die eben beide so stark miteinander korrelieren und dieser rote Bereich dann nicht genutzt werden kann für die Schätzung der Koeffizienten. Der ist aber immer noch im Modell indirekt vorhanden. Das sehen wir daran, dass der Fehler, die Fehlervarianz hatten wir ja gesagt, ist der Teil des Studienerfolgs, der nicht ausgemalt ist, also der überhaupt nicht überlappt und der enthält natürlich nicht den roten Teil. Also der rote Teil, der zählt noch zu der aufgeklärten Varianz oder zu der Information, die wir im Modell benutzen können, allerdings nur indirekt. Direkt benutzen wir nur den blauen Anteil und den grünen, indirekt ist der rote auch mit drin. Wenn du also in der Klausur eine Aufgabe zur Multikollinearität bekommst, dann kannst du dir einfach dieses Ballantyne-Diagramm zeichnen und überlegen, was sollte passieren, wenn beispielsweise die Multikollinearität steigt. Was passiert dann mit dem Bias der Koeffizienten? Einen Bias gibt es nicht, aber die Schätzung der Koeffizienten, die wird natürlich schlechter bei hoher Multikollinearität. Und so kann man auch bestimmte andere Phänomene erklären. Beispielsweise könnte ich einen Prädiktor rausnehmen, die Gewissenhaftigkeit, und dann überlegen, was passiert dann mit dem Bias, was passiert dann mit der Genauigkeit der Schätzung und auch mit der aufgeklärten Varianz oder mit der Fehlervarianz im Studienerfolg. Also dieses Diagramm ist wirklich sehr nützlich. Selbst für recht komplizierte Fälle kann man das verwenden. Und ich hoffe, du hast was gelernt. Ich werde dann in Zukunft noch ein, zwei Videos dazu machen. Als Anregung kannst du ja schon mal überlegen, was passiert bei orthogonalen Prädiktoren. Das heißt, Prädiktoren, die überhaupt nicht korreliert sind. Das ist das, was wir im Experiment erreichen wollen. Und du kannst wahrscheinlich schon antizipieren, dass das eine gute Sache ist, weil es dann keine Überlappung mehr gibt zwischen den UVs. Also für den Bias und für die Schätzung ist das sicherlich eine gute Sache.
Und es gibt noch ein paar andere Fälle, die sich ganz gut erklären lassen mit diesem Ballantyne-Diagramm. Wie gesagt, folgt es dann in den nächsten Videos. Wenn dir das hier gefallen hat, schalt doch wieder ein. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst. Da verpasst du dann keine Videos. Und für mich ist das natürlich eine große Motivation, wenn jemand abonniert, dann auch neue Videos zu machen. Gut, das war's von meiner Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.